Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahme From the Depths Let's Play von mir, Boborasta von Pixel Beef. Mann, das ist eine lange Ansage. Und wir sind dabei, unsere Flotte hier hinten ein bisschen zu unterstützen. Gucken wir gleich mal genauer hin. Aber mir ist aufgefallen, dass sich die Onyx Watch hier doch ziemlich aufrückt hier. Und aus irgendeinem Grund hat es geschafft, diese Handelsflotte hier über die Berge zu schwimmen. Okay. Es wird mich nicht aufhalten, ich werde sie vernichten. Geradezu zerquetschen, sobald sie anfängt hier stunk zu machen, ist sie down. Da sind sie auch schon. Diesmal mache ich nicht den Fehler, um mich zu weit wegzubewegen von einer einzelnen Flotte. Und ich werde diese Leute hier, ich weiß leider nie, wie weit die entfernt sind. Es gibt keine wirkliche Entfernungsanzeige. Ich weiß auch nicht, wie lang ein Teil entfernt ist. Das könnten 1-2 Kilometer sein. Das werden wir dann schon sehen. Ich werde mich jedenfalls schön nah dran bewegen. Und so mit die Gegner ganz schnell platt machen können. Diese hier machen offensichtlich auch mit. Das heißt, ich müsste mich eigentlich hierhin bewegen. Und mich dann schnell zum richtigen Gegner hinzuwenden. Somit bin ich bei beiden Gegnern nah dran an der Action. So. Dafür muss ich mich auf das Schiff teleportieren und den Kampf beginnen. Aber lass mich hier raus. Achtung, Lautstärke. Wenn das Ruck mal aufhören würde. Ja, immer dieses Kreischen. So, die Gegner sind links und rechts. Ich denke aber, links ist wichtiger. Ups, das wollte ich nicht. Wir schalten direkt schon aus. Ich habe mich nicht komplett dem Gegner zugewendet, weil ich dem anderen Gegner da hinten nicht meinen gesamten Rücken zeigen möchte, der deutlich schwächer geschildert ist. Hier sieht man auch endlich mal, wie die Kanonen fungieren, wenn sie in ihrer richtigen Reichweite aktiv sind. Die mähen sich einfach durch den Gegner hindurch. Die haben auch eine hohe Chance, durch Schilde zu penetrieren, weil sie eine langsam fliegende Kugeln haben oder wie auch immer. Langsam fliegende Munition. Okay, wir drehen uns schon mal den nächsten. Die drei sind definitiv tot. Weiß gar nicht, warum der das noch nicht gemerkt hat. Er hat das gemerkt. Kannst aufhören, auf ihn zu schießen. Würde ich wohl behaupten. Raketen bringen die auch nichts. Dafür habe ich zu viel Abwehr. Ja, es gibt nur noch eins. Ist immer noch schade, dass ich so eine Fortress manuell bedienen muss. Und es keine Möglichkeit gibt, dass die sich selber vernünftig den Gegner zuwendet. Obwohl dies sogar in der Beschreibung der AI angegeben, versprochen wurde. Du hältst dich lange durch. Da kommt ein Haufen Explosivgeschoss für dich. Ach, die sind aber einfach zu ungenau manchmal. Ja, davon trifft irgendwie kein einziges bei den kleineren Gegnern. Ah, da sind auch mal ein paar eingeschlagen. Das ist schön, das ist schön. You died. Würde ich da mal zu sagen. So, wir wollten uns, es kommt ja noch eine Flotte an, aber wir wollten uns mal beschäftigen, wie es jetzt hier aussieht. Ob ein Pegapus endlich mal Fuel bekommt. Kann ich dieses Fuel auch abgeben? Muss ich vielleicht erst noch in der Ressourceneinstellung ein wenig einstellen, dass ein Pegapus auf jeden Fall ein Gift to Force Feed ist. So.
Ja, damit läuft das. Vielleicht stelle ich das dann auch ein in dieselbe Kategorie. Keep full stuff und so. So läuft das alles gut. Vegapusteln kriegt richtig viel Fuel. Carrier ist fast leer. Alles klar, dann schicke ich den Carrier los. Der wird sich erstmal den ganzen Fuel von den anderen Fortresses hier holen. Und so dafür sorgen, dass unsere Frontline definitiv versorgt ist. Wegbleiben von diesem Ziel hier. Und treffen dort. Wobei, dort kannst du auch noch hin. Auch die Pegapus selber könnte sich eigentlich was von diesem Material noch hier abholen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt auch als schnell gilt, jetzt wo sie... Ne, sie geht nicht jetzt schnell. Muss sie doch wohl einmal ins Spiel holen. Dann wird sie direkt zeigen, wie schnell und wie hoch sie fliegen kann. Das muss sie nämlich einmal in der Kampagne immer beweisen. Wenn sie das nicht macht, dann geht sie jetzt langsamer. Das muss ja auch einmal hier diesen Zyklus abwarten, weil zwischendurch setzt die Pegapus ja einmal richtig schnell zu noch im Speed. Ah, auch fällt mir ein, ich habe den Drive der Pegapus stark verändert. Muss deswegen ohnehin noch was ändern beim Bauen. Immer dieser Sound. Einmal entferne ich hier wieder mein Notfall-Equipment. Dann muss ich hier vorne das hier wieder auf Bullschub stellen. Wie wir dann gleich nach dieser Schussphase sehen können. Und hier brauche ich wieder ein Transmitter. Ich glaube, der ist auf 2 gestellt. Ne, 3. Er hat 3. Die Frage ist jetzt immer noch, die sich mir stellt, wie konnte dieser Turm hier abgeschossen werden? Und sollte ich vielleicht noch mehr Metall hier herumbauen, um dass das nicht passiert, halt zu garantieren. Und kann ich mich dann noch so bewegen, wie ich mich möchte, wie ich möchte? Fragen über Fragen, die ich nur herausfinde, wenn ich einfach mache. So, komm. Ich sehe die Mirrorline nicht, da ist sie. Damit hoffe ich, ist die Sache dann gegessen und der Turm besser befestigt. So. Zeit für neue Gegner für die Pegapus. Fuel geht bis über den Horizont. Aber wir wollten nochmal hier vorbeischauen. Sicherstellen, dass wir hier... Komm, behalten tust du nichts. Ein Force Feed zur Pegapus machen. Damit wir ja auch das Fuel klauen können. Auch wollen wir mal schauen, ob die Geschwindigkeit inzwischen passt. Ja, 80 ist irgendwie nicht meine Maximalgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, warum er so geizig ist. So. Den Fuel haben wir. Mache ich eben die Ressourcenansicht aus. Sieht mich hässlich aus. Und beeilen uns, nächsten Gegner Hallo zu sagen.
Am besten den hier vorne. Immer noch. 80 ist ein bisschen langsam. Für dieses spezielle Fahrzeug hier. Ein Jormungand, ein Cauldron. Und der Kampf beginnt. Kein Problem. Unsere Pegapus handelt das. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Fuel als im vorigen Kampf. Sollte also auch nicht mehr passieren. Werden wir von Lasern beschossen? Oder was sind diese komischen grünen Spritzer hier? Das ist seltsam. Jetzt geht's los. Habe ich den Laser vermisst? Im letzten Fight. Ja, das sind Anti-Munition-Lasers, die wir hier gesehen haben. Die scheinen von beiden Fahrzeugen zu kommen, hier. Aber gegen die schiere Masse keine Chance. Sollte die Raketen eher so einstellen, dass definitiv immer die Frag-Raketen zuerst eintreffen. Ist auch eigentlich so geplant. Scheint aber in der Ausführung nicht immer so zu klappen. So, die Jormungand ist gespawnt und wurde von Raketen begrüßt. Ein altes Dampfschiff, wie es scheint, von den hübschen kleinen... Da ist es hier. Kamin hier. Leider habe ich hier schon ziemlich viel kaputt geschossen. Innen drin hat der Jormungand eine ganze Menge Holz. Was schon fast ungewöhnlich ist für ein Onyx Watch Schiff. Mein Holzdeck, okay. Und ein paar Holzkomponenten, aber sehr viel, so viel Holz. Das ist schon wirklich nicht normal. Das versucht hier, das kleine Schiffchen hier zu verstecken mit seinen gesamten Metallrahmen und Metalltürmen da drauf, die so typisch Onyx Watch sind. Aber ein guter Laser, der findet sowas auch gerne dann raus. Das ist natürlich dann sehr, sehr, sehr einfach für sowas wie massive Wracks hier innen drinne komplett viel Schaden anzurichten. Und war die Jormungand auch kein Gegner. Hat auch nicht lange durchgehalten. Ich sollte wirklich dafür sorgen, dass kein Savage attacked wird hier. Das scheint ihn aber nicht zu interessieren. Dass ich das eigentlich schon tue. Naja. Das war dieser ruckelige Kampf. Wir sehen uns beim nächsten. Diese Resource Zone ist offensichtlich leer und damit die erste Resource Zone, die ich komplett leer gefördert habe. Ich werde also die Fortress hier scrappen und irgendein Fahrzeug, wie jetzt zum Beispiel der Carrier, wird sich diese Ressource dann holen. Der Carrier ist voll und da er jetzt schon voll ist, habe ich ihn einfach schon mal hochgeschickt, damit Pegapüsschen auch genug Fuel bekommt. Dennoch werde ich, obwohl wir schon fast wieder die Hälfte des... Ne, hat schon die Hälfte des Fuels wieder aufgebraucht. Werde ich Pegapus hier hinschicken und den nächsten Teil einnehmen lassen. Ich sollte wirklich bei dem Verbrauch nachdenken. Na, wo ist denn der Gegner? Da. Stirb. Iron Cordon. Das ist schon mal... Kein schlechter Gegner.
Ein Korn ist was wert. Na komm. Nein, nein. Das ist mir egal. Ja, lass mich dagegen kämpfen. Muss das jetzt wirklich so lange dauern? Geht doch. So, bisschen Abstand. Kann ich noch mehr? Ne, das ist der komplette Abstand. Aber... ja, ich wähle die Fahrtrichtung so. Dann werde ich erstmal hier lang fahren und hoffentlich ein bisschen kreisen. Das wäre mir am allerliebsten. So, Achtung, Headphone-User. Gleich kommt wieder der schlimme Sound. Genau. Zweimal kommt der. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Der Iron Cordon kommt als letztes ran. Wir sehen inzwischen deutlich mehr von den Fortress-Schiffen und die Segelschiffe sind inzwischen nur noch eine blasse Erinnerung. Nee, lässt sich dir nicht treffen, oder? Genau. Schenkt doch deine Höhe. Irgendein Grund ist das Display ganz halt da, von wegen. Oh, White Players? Why? Was habe ich getan? Ich bin anscheinend in deren Land eingedrungen oder so. Das ist nicht cool. Das checke ich mal eben. Habe ich irgendwo mit dem absolut was falsch mache. Kann aber nichts sehen. Bin, glaube ich, nirgendwo in deren Land drin. Keine Ahnung warum. White Flares mögen mich nicht mehr. Die sind eh die Nächsten. Ja, die beiden hier, die werde ich schnell aus dem Weg räumen. So viel ist klar. Sollte ich vielleicht mal mehr Aufnahmen machen mit den UI hier und da mal deaktiviert? Das frage ich euch mal. Ist das euch wichtig? Ist das viel besser? Problem ist, ich muss erst immer wissen, dass ich etwas szenaristisch aufnehmen möchte. Und ich bin da nicht sehr gut drinne. Aber es sieht schon schöner aus, wie mit den ganzen Krams. Das muss schon zugeben. Und da ist die Iron Cordon. Iron Cordon ist bekannt für mich für seine riesige Advanced Cannon hier in der Mitte. Aufgefallen ist mir die Advanced Cannon dadurch, dass sie das halbe Schiff in die Luft fliegen lässt. Auch diese ist allerdings nicht in der Lage, meinen Pegapus zu treffen. Ramcans wie immer schon gar nicht. Wir haben aber auch einige Flaks an Bord des Gegners. Das kann auch mal gefährlich werden. Ich zeige noch den ersten Einschlag. Und dann gehe ich rüber zum Highlight-Modus. Wir haben eine starke Munitions Defense. Einige der EMPs werden es nicht schaffen. Aber die Bracks kommen hervor und lenken ab. Dafür sind sie gedacht. Sehr schön. Wir haben auch schon wieder das Fuel aufgebraucht und der Laser ist offline. Wir sollten wirklich an dem Fuel arbeiten. Leider nicht auf Screen. Hat die mittlere große Kanone es wieder geschafft, die Iron Cordon absolut ein riesen Loch einzumachen. Das ist das Problem mit explosiven Advanced Custom Cannons. Die können ein Schiff ganz schön auch selbst vernichten. Ramcans und fast alle anderen Waffen machen solche Sachen nicht. Und ich finde, da könnte man den Advanced Custom Cannons ein bisschen mehr Raum lassen, nicht so große Kettenreaktionen im eigenen Fahrzeug zu machen. Damit hätten wir diesen Teil hier auch gesichert.
Weiß gar nicht, wo mein Pegasus ist. Ist momentan da hinten. Battle ist immer noch aktiv. Sollte aber jeden Augenblick eigentlich zu Ende sein. Hier sehen wir ein paar Resource Zones. Ziemlich starke Growth mit 9. Das ist nicht schlecht. Aber halt auch Reserve. 24.000 ist nicht sehr viel nach heutigen Standards. Und hier oben sind... Twin Guard ist hier oben. Da muss ich aufpassen. Mit dem möchte ich nicht momentan einen Streit suchen. Ah, ich bin doch in deren Revier reingeflogen mit meinem Carrier, wie es scheint. Und wird auch fast blockiert von dem bösen Twin... nicht Twin Guard, sondern von den White Flayers. Das ist also komplett meine Schuld, was da passiert ist. Die muss ich später einfach mal wieder bezahlen, dann ist alles gut. Die lassen sich immer bezahlen. Dann löse ich noch die letzte Blockade auf. Hier die Merchantile-Flotte will sich mit den Cannonballs anlegen. Cannonballs allerdings sind nicht so schön, was die Aufnahme angeht. Und was die Kampfgeschwindigkeit angeht. Also werde ich dafür einfach meine... Ich vergesse den Namen wieder, die Thunderclouds einsetzen. Gott. Was ist nur los mit mir, dass ich dauernd den Namen des Thunderclouds vergesse? Hm? Was ist das für eine komische Aufstellung, Leute? Yay! Sorry. Schlimm sowas. Die sind extrem empfindlich, ne? Lassen sich leicht triggern. Ach, egal. Kampf beginnt. Schauen wir mal, was sie kann. Achtung. Und los geht's. Eine Thundercloud hat sich geschafft ins Spiel. Die Thundercloud ist deaktiviert, Fragezeichen. Ja, die ist tatsächlich deaktiviert. Die beiden aber nicht. Gut. Wir sehen hier, die Händlerflotte hat noch Segel. Und die sind damit über die Berge gefahren. Das muss man schon mal respektieren. Gucken, ob ihre Kanonen eine Chance haben. Ah, es sind kleine Flaks dabei, glaube ich. Richten allerdings nicht wirklich was an. Die Explosion der Cramcans werden aber wunderbare Löcher hier schaffen. Ah, oh, ruckel doch nicht jetzt. Bitte nicht. Oh, wunderschön. Ihr habt ja auch mal wieder Interface aus. Knapp daneben ist auch vorbei. Na komm. Das ist schön. Haben die überhaupt Schaden gemacht? Nö.
Nichts Nennenswertes jedenfalls. Nicht mal 1% abgezogen. Ja, die Onyx Watch sollten ihre Segelschiffe meintlich einstampfen und richtige Sachen schicken. Aber das hier ist einfach nur noch traurig. Ich würde sagen, damit beende ich heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. GG.